Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team in Paxis. Wir holen uns unser Selbstvertrauen und unsere Entschlossenheit wieder durch den Sieg. Ich werde jetzt von Anfang bis Ende ruhig bleiben, egal wie unverdient der Gegner die Tore schießt, wie krass meine Spieler die Dinger verschießen. Ich habe doch die ganze Zeit verloren. Warum bekomme ich nicht wieder so ein krasses Team als Gegner? Verstehe ich nicht. Aber egal, wir haben auch gegen deutsche Teams schon gewonnen. Scheiß drauf. Wir gewinnen jetzt einfach. Punkt. Elite 3 ist durch. Wir holen jetzt noch Gold 1. Los. Scheiße, ich dachte, er geht auf den, den ich in den Lauf schicke, deswegen habe ich es falsch antizipiert, das ist aber eh abseits. Elfmeter. Oh, es gibt wieder keinen. Ja, klar, da gibt es dann natürlich Elfmeter. Herzlichen Glückwunsch. Egal, egal, ich will keine Rolle, nicht aufregen. Selbst wenn er jetzt ein Tor macht, steht halt 1-0, na und? Oder hieß in die Mitte und ich bleib da einfach stehen. Ja, aber dumm von mir, keine Ahnung, warum ich das mache. Oh, krass, da hätte ich gedacht, dass er den macht mit Okocha. Glück gehabt. Ich spiele gerade zu eindimensional.
Schön gemacht mit Kimmich. Einfach mal jetzt auch abziehen hier, ein bisschen Variation reinbekommen, nicht immer versuchen, bis ins Tor durchzukombinieren. Schwacher Pass. Süle gefällt mir immer besser, muss ich sagen. Also er arbeitet sich viele Bälle, auch wenn er halt ziemlich langsam ist. Eine Inform von ihm wäre geil. Tja, Gegner Elfmeter verschossen. Ich würde sagen, wir hatten ein bisschen mehr Chancen aus dem Spiel heraus. Aber so ein richtig geile, krasse, hundertprozentige hat man bisher noch nicht. Mache ich jetzt eigentlich gerade das dritte Spiel? Nee, ich hätte die Aufnahme neu gestartet, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich die Aufnahme gestoppt hatte. War, glaube ich, wieder der eigene Mann, oder? Hat er ein Glück. Vielleicht hätte ich normal schießen sollen und nicht flach. Aber flach ist halt zielsicherer. Hat er Ibrahimovic eingewechselt? Hat mich jetzt gefühlt dreimal getunnelt. Macht er leider gut. Ich glaube, Zuber muss mal gewechselt werden.
ganz ruhig, ganz ruhig. Steht 0-0. Brauchen nur ein Tor. Zu weit, verdammt! Geile Idee, eigentlich auch geil gespielt, aber zu weit. Och, so ein Scheißlacker, ey. So ein Scheißlacker. Musste das sein? Muss denn jetzt. Ne, es muss nicht sein, weil wir drehen das Spiel jetzt noch. Komm. Wir drehen das Spiel jetzt noch. Spielt keine Rolle, dass er jetzt sich durchlagt und dann auch noch das Tor an sich ein Lackertor ist. Wir werden nicht das fünfte Spiel in Folge unverdient verlieren, sondern wir werden jetzt gleich den Ausgleich machen und dann halt auch verdient gewinnen. Pass heute nicht dahin. Oh, lag doch einfach noch. Oh, und er kriegt noch einen Elfmeter. So, ey, es ist unglaublich, was gerade abgeht. Es gibt's doch nicht. Was für eine Scheiße die ganze Zeit. Dieser wird er nicht verschießen. So ein Scheißlacker. Unglaublich. Das fünfte Spiel in Folge, was wir unverdient verlieren. Ich fass es nicht, ey. Alter, das war so eine geile Weekend League. Wir haben gut gespielt. Es hat fast immer der gewonnen, der auch besser war. Und jetzt geht's los, ey. Wir standen so gut und zack, fünf Spiele in Folge unverdient gewinnen, verlieren. Und sowas ist logischerweise noch nie umgedreht passiert. Also für mich jetzt. Ich kotze, was für eine Scheiße, ey. Oh, was für eine Scheiße. So ein Scheißlacker. Ich kann mich gar nicht. Ich kann mich gar nicht so sehr darüber aufregen. Also, ich weiß gar nicht, was ich da noch alles zu sagen soll. Also, es regt mich das auf. Alter. So krass unverdient. Und das ist fünfte Mal in Folge. Es waren jetzt nicht alle von den fünf Spielen gleich unverdient. Das eine mehr, das andere weniger. Das sollte klar sein. Aber das gibt's doch nicht. Wir müssen jetzt von, wie viele Spiele haben wir noch?
Von vier Spielen müssen wir jetzt einfach mal noch drei gewinnen. Wir müssen drei gewinnen von vier Spielen, um Gold 1 zu werden. Wir standen so genial da. 12 Siege. 12 Siege. Da hatten wir 4 Niederlagen. Da hatten wir also noch... was habe ich gesagt? 12 plus 4 ist 16. Wir hatten noch 9 offene Spiele. Noch 9 offene Spiele. Alter. Und von denen haben wir jetzt einfach mal 5 gespielt und alle verloren und alle unverdient verloren. Und wieder, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, es geht nicht darum, dass ich in den ganzen Spielen hätte gewinnen müssen und die unverdient verloren habe, sondern dass halt auch viele einfach unentschieden gerecht gewesen wäre. Das ist natürlich, wie gesagt, knapper, aber spielt auch keine Rolle. Und dass jetzt logischerweise auch einfach die emotionale Komponente sehr schwer abzustellen ist, sollte auch klar sein. Ah, ich versuch's. Ich meine, müssten ja jetzt auch einfach wieder schwächere Gegner kommen, aber ehrlich gesagt, das merke ich nicht, also dass die Gegner wirklich schwächer wären. Das verstehe ich auch irgendwie nicht so richtig, was da los ist. Dass die Gegner eben nicht schwächer werden. Nur Bayern München, okay. Außer der Stürmer, weil er sich wahrscheinlich Lewandowski nicht leisten kann. Was soll ich sagen? Wir gewinnen jetzt, komm, wir müssen nur drei Spiele gewinnen für Gold 1. Komm, das schaffen wir wenigstens. Dann ist es immer noch eine beschissene Weekend League, weil man kann nicht 5 Spiele in Folge verlieren, vor allem unverdient. Aber dann habe ich trotzdem ein gutes Ergebnis erzielt. So, jetzt bin ich aber wirklich ruhig, damit ich ja nicht noch mehr auf 180 gehe. Und konzentriere mich einfach. Ach, und er hat Fährmann im Tor, ja, das ist auch kein Bayer. Geil gemacht gerade von meinem Spieler, der da einfach wegläuft. Scheiße, das war eine emotionale Grätsche, merke ich gerade, das darf mir nicht passieren. Hat er gut gespielt, verdientes Tor. Ich habe es nicht geschafft, nochmal besser an den Gegner ranzukommen. Aber egal, 1-0 hat nichts zu sagen in FIFA 18. Danke für diesen geilen Kopfball. Tunnelt.
Weiß ich nicht, warum Icardi den nicht macht. Abgefälscht, Lackertor, nice. Icardi war noch dran, er klaut sich wieder mal ein Tor, oder was? So, Freunde, na also, wenn jetzt auch langsam die... das ist die Trendwende, das ist die Trendwende. Wenn jetzt auch wieder Lackertore kommen, weil sich Icardi ein Tor klaut, dann drehen wir das Spiel jetzt, ja, gewinnen und gewinnen alle vier Spiele, die wir noch offen haben. Come on, baby, one time, please, let it rain. Leider im Rücken gespielt. Krasser Abschluss von Müller. Ruhig bleiben. Gegner hat zweimal geschossen. Okay, einmal Alu, das war eklig. Aber es zeigt halt auch wieder, wir stehen eigentlich ganz gut in der Verteidigung. Steht da eigentlich gerade ganz gut, deswegen ein bisschen Rumgeeier. Oh, lass doch nicht den Ball liegen.
Och, Icardi! Abseits. Ich glaube, Alessandrini braucht langsam mal eine Fitnesskarte. So, ruhig bleiben. Jetzt steht das 1-1. Wir können einfach jetzt das 2-1 machen und das Spiel gewinnen. Gnabry eingewechselt. Hat vielleicht zwei Bundesliga-Teams. Und dann so ein Tor. Krass. Wieder, also unverdient momentan, würde ich sagen. Diese Führung für den Gegner. Großartig. Alter, der hat ein Glück, das ist unglaublich. Och, jetzt macht er diese scheiß Zeitspiele. Fuck! 6 Spiele in Folge, ey! Unverdient 6 Spiele in Folge verloren!